genau diese Frage musste ich mir auch stellen, weil ich habe auch gesagt, Serena, jetzt haben wir ja, ich bin ja jetzt eigentlich eine Brand, aber irgendwie mache ich jetzt gerade was ganz anderes, weil ich so eine Transition erlebt habe, ja. Es ändert sich ja auch dein Berufsleben, du änderst dich, deine Meinung, die Gesellschaft um dich herum ändert sich. Ich meine, vor 14 Monaten hatten wir alle noch kein Corona auf dem Schirm. Und das spiegelt sich ja dann auch wieder. Und damit es auch authentisch bleibt, es wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt weiterhin nur, obwohl ich immer noch die Formel 1 liebe und alles gucke. Und sobald ich, also wenn RTL anruft und sagt, Sarah, mach mal die vier Rennen hier für uns, bin ich sofort am Start. Aber das ist nicht mehr der Hauptpunkt, sondern es hat sich eben verschoben. Es ist jetzt 80-20. Und da werde ich halt ganz klar den Cut machen. Also. Die Brand Sarah Valentina Winkhaus, die ändert sich. Es gibt, wie du gesagt hast, ein Rebrand, aber der Mensch bleibt. Was ist für dich die Foundation, die Basis für ein Rebranding, für ein authentisches Rebranding, damit du hinterher auch sagen kannst, okay, ich fühle mich wohl in meiner neuen Haut, unter Anführungszeichen, in meiner neuen Brand. Und das fühlt sich für mich authentisch und echt an und nicht nur für dich, sondern die Basis dafür, dass du da draußen ja mit deiner neuen Brand auch positiv wahrgenommen wirst und dass deine Follower auch bei dir bleiben, ist ja auch, dass es authentisch ist. Genau. Was ist für dich dabei die Basis? Kommunikation. Also ich kommuniziere das ganz offen. Ich werde dazu jetzt auch immer vermehrt Stories machen und das auch einfach so kommunizieren und sagen, hey Leute, ihr habt das gemerkt, es ändert sich gerade einiges, nicht nur bei euch, auch bei mir. Und eben, ich mache im Moment keinen Motorsport. Ich habe meinen Podcast gemacht, der komplett in eine andere Richtung geht. Aber im Endeffekt geht es um das, wofür ich schon immer gestanden habe. Ich habe immer schon meine Frau gestanden in Männerdomänen. Im Endeffekt ist es nichts anderes, ob ich jetzt an der Rennstrecke stehe oder eben einen Podcast mache mit starken Männern und Frauen zu dem Thema, wie man eben einen Impact auf die Gesellschaft haben kann. Und deshalb hat sich vielleicht nach außen hin was verändert, aber im Endeffekt bin es immer noch ich, ja. Und das kommuniziere ich. Ich denke, das ist das A und O. Das habe ich auch von einem Influencer, den ich auch bei mir in der Folge hatte im Podcast, mitbekommen auf den Weg. Er meinte eben, das ist das A und O, ist es, wenn er zum Beispiel mal keine Lust hat. Ich meine, Influencer lebt davon, ja. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Bei mir ist das ein Plus. Ist das eine Art Werbung für mich. Aber der lebt davon. Und ich habe gesagt, was ist, wenn du mal kein Content kreieren willst oder kannst? Und dann sagt er, ich kommuniziere das. Und da passiert auch nichts. Einfach ganz offen und ehrlich sagen, weil das ist genau das, was einen dann authentisch macht. Wenn man sagt, ich müsste heute eigentlich einen Fitness Friday machen, aber ganz ehrlich, ich habe Kopfschmerzen, mir fallen keine Übungen ein. Ich brauche eure Hilfe, ich brauche euren Input. Was sollen wir machen? Sollen wir heute einfach mal Stretching machen, eine halbe Stunde oder so? Ja, also es ist einfach kommunizieren. Ich denke, das ist das A und O.